Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu SAK TV Markt. Der digitale Wolf Wärmepumpenkonfigurator ermöglicht Fachhandwerkern, Planern, Energieberatern und Großhändlern die schnelle erste Auslegung einer passenden Wolf-Wärmepumpe. Ab sofort können Fachpartner im MyWolf-Portal das digitale Werkzeug zur ersten Konzeption ihrer projektspezifischen Wärmepumpe nutzen. Aufgrund der starken Nachfrage wurde der Wolf Wärmepumpenkonfigurator in enger Zusammenarbeit mit dem Fachhandwerk als kundengerechte und praxisnahe Lösung konzipiert. Mit ihrem Design und speziell angefertigten Elementen bringen die Axor Suite Waschbecken und Badewannen, entworfen vom weltbekannten Designer Philipp Stark, eine ebenso harmonische wie persönliche Note in individuelle Badezimmerinterieurs. Jedes Stück ist aus unempfindlichem und langlebigem Solid Surface Material gefertigt. Fließende Konturen, präzise Rundungen und weiche Innenbecken erzeugen einen klaren, modernen Look mit universeller Attraktivität. Gleichzeitig erlauben speziell angefertigte Elemente wie die Umfassung der Waschbeckenseiten und die Badewannenablage den Ausdruck der Individualität ihrer Nutzer. Die Auszubildenden von Caldeweih beweisen aktuell ihr besonderes Gespür für die Notwendigkeit des Umweltschutzes und der Müllvermeidung. Sie unterstützen als Little Company unter der Geschäftsführung von Iana Hübert und Lea-Marit Blüthner den World Cleanup Day 2023 in Kooperation mit dem WWF Deutschland. Die Little Company ist eine von den Caldeweih-Azubis geführte interne Juniorfirma, in der jede Nachwuchskraft eigenverantwortlich Aufgaben übernimmt. Mit dieser richtungsweisenden Aktion am Unternehmensstandort Aalen erweitert Caldeweih die langjährige Zusammenarbeit mit der Umweltorganisation WWF und unterstreicht erneut seine Ziele zur Förderung von Kreislaufwirtschaft und Mehrwertlösung. Seit diesem Jahr gelten strengere Informationspflichten zum CO2-Fußabdruck im Immobiliensektor. Ebenso wächst der finanzielle Druck, Gebäude energieeffizienter und mit möglichst geringen CO2-Emissionen zu betreiben. Methundo hat hierfür eine smarte Lösung entwickelt. Das Berliner Start-up stellt Energie- und Wasserverbrauchs-Live-Daten bereit. Damit unterstützt es Immobilienbesitzer, den Überblick über ihren Energie- und Wasserverbrauch zu behalten und auch neue Technologien für einen nachhaltigen Betrieb zu nutzen. Seit diesem August sind der Venture-Builder Enpals und der Trinkwasserexperte Figa an Methundo beteiligt. Nur 17% der Deutschen besitzen ein Badezimmer, das für ältere und körperlich eingeschränkte Menschen bequem nutzbar ist. Das bestätigt eine Umfrage der Vereinigung für Deutsche Sanitärwirtschaft. Um die Renovierung im Bestand so unkompliziert wie möglich umzusetzen, bietet Kinedo mit seinem Produktsortiment individuelle barrierefreie und arme Lösungen zur altersgerechten Badrenovierung, die in der Regel nur in einem Tag montiert werden können. Ziel muss es bei der Badplanung wie bei der Realisierung sein, den Ansprüchen jeder Alters- und Nutzergruppe hinsichtlich Design und notwendigem Bewegungsraum gerecht zu werden. Speziell mit dem Duschwandprogramm Kine Quartz, Kine Space, Kine Smart und Kine Style bietet Kinedo dafür Lösungen, die auch in Kombination mit vorhandenen Duschflächen oder durch farblich abgestimmte Wandpaneele und der Erhalt bestehender Fliesenspiegel eingesetzt werden können. Ja, liebe Zuschauer, und das war's auch schon wieder diese Woche mit der Marktsendung. Morgen geht's hier wieder mit den Neuigkeiten aus der SAK-Branche weiter. Machen Sie es gut. Tschüss.